ich habe das ja nicht jetzt von heute auf morgen angefangen, sondern das ist irgendwie auch ein bisschen gewachsen über die Zeit, meine ganzen Aktivitäten. Ursprünglich habe ich mich mal für die Reiterei entschieden, als junger Kerl, und habe dann im Laufe der Zeit neben dem Reiten andere Dinge gemacht, trainiert im Anfang. Dann war ich so 94, 95 vor einer Situation, wo ich mich entscheiden musste, reite ich weiter für einen Pferdebesitzer oder Sponsor oder kann ich mich selbstständig machen. Dann bin ich hier nach Riesenbeck gekommen, zu meinem Onkel auf den Hof, und habe mich dann selbstständig gemacht. Dann haben wir irgendwann das Thema mit den Hengsten gehabt, dass wir viele Hengste hatten und die Hengste hier in der Umgebung dann immer zu den Gestüten gefahren sind in der Decksaison, um da eben die Stuten zu bedienen. Dann haben wir das ein paar Jahre gemacht, boah, das ist sehr aufwendig. Vor allem, wenn sie ja weiter auf ein Turnier gehen sollen, sind sie unter der Woche viel auf dem LKW unterwegs, um dann eben abzusamen. Und haben gesagt, das können wir auch selber hier vielleicht vor Ort darstellen. In der Zwischenzeit hatten wir auch eigene Hengste, waren es nicht nur externe. Dann haben wir gesagt, Mensch, wir machen nicht nur die Dienstleistung hier vor Ort, sondern wir machen das tatsächlich eben auch selber, den Verkauf und den Betrieb einer Hengstation. Das machen wir jetzt schon 8 Jahre. Selber, vorher 3-4 Jahre eben als Dienstleister für die anderen, für die Hengstbesitzer. Dann hat sich vor fast 4 Jahren das Thema mit Riesenbeck International, mit der Reitsportanlage hier und dem Zuchtreitunterverein Riesenbeck auch ergeben. Das ist so ein bisschen an mich herangetragen worden. Wir waren hier am Überlegen, weil wir im Winter mit einer Reithalle zu knapp geworden, zu klein waren, ob wir noch eine zweite Halle bauen. Ich hatte sogar schon eine Baugenehmigung und dann kam der Vorsitzende hier vom Reiterverein, Baron Heeremann, und hat gesagt, Mensch, wir wollen gerne da den Verein auch ein bisschen beleben und vielleicht auch uns da ein bisschen vergrößern und erweitern. Ich habe gehört, du willst hier auch bauen. Können wir da nicht irgendwie was zusammen machen? Dann habe ich das auch erst ein bisschen überlegt. Macht das Sinn? Für Veranstaltungen macht das eben tatsächlich Sinn, weil wir da hier logistisch ein bisschen klein sind, für große Parkplätze und so haben wir nicht. Platz für eine Halle hätten wir noch, und dann nach reiflicher Überlegung haben wir uns dann dazu entschieden, dass eben da auch dann auf der Sohlenburg die Reitanlage zusammenzubauen, sodass da der Verein was hat und eben wir hier als Betrieb auch. Und dann gab es eine Situation mit, seit fast 15 Jahren bin ich jetzt hier mit einem Futtermittellieferanten, Pferdefutterhersteller aus Frankreich, arbeite ich zusammen, der an mich herangetreten ist und gesagt hat, Mensch, ich würde gerne auch in Deutschland ein bisschen auf dem Markt. Ich habe das schon mal vorher auch versucht, das ist aber gar nicht so einfach, Deutschland und Frankreich so richtig, die Deutschen sprechen kein Französisch, die Französen kein Deutsch, und ich brauche da ein bisschen Unterstützung, Türöffner, und könntest du dir nicht vorstellen, das zu machen? Und ja, dann habe ich erstmal gesagt, weiß ich nicht, von der Sache her ja, aber von der Manpower und auch tatsächlich nicht genug davon verstehen, weiß ich nicht, ob ich tatsächlich der Richtige bin, nur der Name reicht ja vielleicht nicht. Und dann hat sich eine Situation ergeben, parallel zu diesem Gespräch mit meinem französischen Partner, dass mich Frau Fritz, Conny Fritz, eines Tages anrief und sagte, du, ich bin gerade in der Nähe, ich komme mal vorbei, und wir ein bisschen gesprochen haben, und sie hat sich auch verändern wollen. Das stand im Raum zumindest. Dann haben wir das ein bisschen ausgetauscht, haben das auch wieder ein bisschen liegen lassen und irgendwann dann nochmal aufgenommen tatsächlich. Und tatsächlich, weil dann war eigentlich Conny die entscheidende Person, die zu dem Thema Futtermittel dann mir den nötigen Mut gegeben hat, zu sagen, ja, ich mache das, weil alleine hätte ich das natürlich nicht gekonnt. Und so ist über die Jahre immer mit dem einen oder anderen Partner, Kollegen, der dazugekommen ist, ob Pferdebesitzer, ob Sponsor, ob Mitarbeiter, das Ganze gewachsen. Und deshalb gibt es halt 4 Betriebe mittlerweile hier. Aber ich mache das natürlich nicht alles alleine. Ohne die Mitarbeiter wäre das nicht möglich. Natürlich sind das Gebiete, die ich ja nur von Zeit zu Zeit mal, wo ich mit zu tun habe. Ich bin jetzt nicht von morgens bis abends mit jedem einzelnen Betriebszweig sozusagen beschäftigt und habe damit zu tun. Primär bin ich immer noch eben Turnierreiter auch. Und
darüber hinaus gibt es tatsächlich auch Freizeit und Zeit mit der Familie. Ich habe das Glück, dass die Familie hier ja auch mit uns auf dem Hof lebt, also unter der Woche sind wir eh zusammen. Und von Zeit zu Zeit eben kommen sie auch mit zum Turnier, haben auch Interesse am Pferden, meine Frau reitet. Insofern, wenn das nicht so wäre, dieses gemeinsame Interesse, wäre sicherlich ein bisschen schwieriger, aber so funktioniert das eigentlich gut. Das muss ich noch machen. Ich bin aber noch lange nicht irgendwie am Ende der Dinge, die wir hier machen. Also wir können alles noch deutlich besser machen, wir können noch deutlich erfolgreicher werden, wir können noch besser reiten, wir können noch besser trainieren. Wir sind jetzt gerade auch mit dem Futter ja noch ein ganz zartes Pflänzchen. Wir wollen da noch mehr Kunden gewinnen. Ich glaube, da können wir noch ganz andere Gebiete auch erreichen. Gerade auch mit dem Trainingszentrum in Riesenbeck da hinten, da sind wir jetzt gerade im ersten Jahr ja zugange mit bisschen Late Entries und mit den ersten kleinen Lehrgängen und Seminaren. Also ich stelle mir schon vor, dass wir da nachher noch ganz andere, größere Aktivitäten fahren und auch Gäste aus Asien, aus den arabischen Ländern haben. Da können wir schon noch, da ist noch viel zu wachsen in den ganzen Bereichen.